Titus stirbt einfach an Earthquake, also. Was? Was? Hä? Warum stirbt das nicht? Warum stirbt dieses Sch nicht? Oh mein Gott. What the f. Yo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Road to Rank 1. Wir lernen heute eine Runde mit dem Team, das ich im Pokémon Online World Cup gebracht habe, mit Yancy, mit den drei Sweepern, Volcarona, Gyarados und D-Knight und mit Klefki Screens und Scarf Excadrill natürlich. Und hoffentlich kriegen wir ein paar gute Games auf der Highlighter. Okay, ja, ich lead einfach mal wieder Yancy. Schadet eigentlich nichts. Ja, er leadet sein wahrscheinlich Sash Excadrill. Sieht aus wie Sash Excadrill. Ich Earth Power das einfach. Sollte Sash sein. Oh, es kommt nicht mehr auf den Sash. Ja, er kann einfach die Rocks kriegen, weil er Moltres hat. Oh, jetzt kriege ich meine Rocks, bevor ich sterbe. Oh, okay, er ist schlau. Er lässt mich nicht die Rocks kriegen. Ja, was auch immer, dann kill ich einfach so ein Excadrill. Weil er jetzt einfach Spin spammen kann. Das sieht so aus wie Scarf Keldeo. Geh in mein Klefki. Jetzt kann ich einmal Lightscreen. Während er in Lernu geht. Schwierig. Aber ich defog, glaube ich. Dann kriege ich halt nicht beide Screens. Ist ein bisschen schade. Oh, okay, er killt mich nicht mal. Das ist sehr nice. Das ist wahrscheinlich Saat X. Aber ich kann es toxicen. Oh, okay. Oder auch so. Ja, so geht's auch. ja, jetzt drücke ich einmal Reflect. Und jetzt kann ich die Frogs einfach wieder defoggen. Und ich defog sie wieder. Er ist einfach vergiftet. Also mir ist es völlig egal. also sein Lando stirbt. Langsam aber sicher. Ja, das Set hat nervig. Er kriegt die Rocks im Endeffekt natürlich. Aber dafür ist sein Lando tot. Und ich kann auf dem nächsten Pokémon einfach auch defoggen. Das Problem ist natürlich nur, dass er jetzt in Victini oder Saat gehen kann. Und die kriegen dann Setup, wenn ich defogge. Er geht in Leyla aus irgendeinem Grund. Heißt, ich Lightscreen erstmal. Überlebe sein Psychic. Und ich kann auf Leyla natürlich nicht defoggen. wegen Psychic Terrain. Also ich switch hier in Excadrill. Und drück erstmal Spin. Weil ich Choice Craft bin, deswegen outspeed ich ihn. Yep, ich krieg erstmal meinen Spin. Nice. Und jetzt kann ich Klefki sacken. Und mit irgendwas Setup kriegen danach. Wir gehen in sein Keldeo. Das heißt, ich krieg erstmal einen Reflektor. Und jetzt ist es eigentlich Free Setup für meinen Dragoran oder mein. Für irgendwas eigentlich. Ich kann mit irgendwas jetzt setupen. Das ist jetzt die perfekte Situation eigentlich. Entweder das oder das. Beides sieht super gut aus. Setup mit Dragoran. Das ist sehr wahrscheinlich Choice Scarf. Das heißt, er muss jetzt raus switchen. Aber das ist auch nicht wirklich viel, das mich bietet. Okay, er bleibt einfach drin und spammt weiter Secret, damit er zumindest meine Multiscale breakt. Aber es gibt mir einfach noch einen Dragon Dance. Oh, okay, oder noch einen. Ich kann es ganz oft machen. Ich würde langsam vielleicht in irgendwas rein switchen, Kumpel. okay, das sieht ziemlich gewonnen aus. Das sieht ziemlich gewonnen aus. Ich glaube nicht, dass er jetzt noch irgendwas gegen Dragoran machen kann. Jupp. Okay, ja, ich kann das einfach unendlich lange machen. Ich würde sagen, an dem Punkt kill ich eigentlich alles. Ja, ich gehe einfach sein Keldeo mit Earthquake. Hier sein Charizard mit Ice Punch. Sogar Charizard, wow, aber sollte trotzdem sterben. Oh, und jetzt stirbt einfach alles. Das kassiert einen Fire Punch. Und Victini stirbt an Earthquake. So sieht's halt aus, wenn das Team funktioniert. Also so gegen richtig
Fat Teams funktioniert das natürlich nicht so gut. Mein einziger wirklicher Breaker eigentlich ist Garados, mehr oder weniger. Und der breakt halt auch nicht alles. Okay, wir sind wieder zurück auf 1900, immerhin. Oh nein, oh nein. Ja, ich hab's gerade gesagt, mein Team ist nicht so gut gegen sowas wie Stall oder so. Und guess, was wir direkt bekommen? Jupp. Instant Stall Matchup. Richtig nice, so will ich das sehen. Ja, mein einziges Mon, das wirklich gut breaken kann, ist halt Garados mit Taunt. Und das ist halt super gut, aber... Ne? Das allein weiß ich nicht, ob das das Game carryen kann. Er geht in seine Toxapex. Das kann ich wieder powern für ein bisschen Chip. Ich habe leider echt nicht wirklich einen besseren Play mit dem Team gegen sowas. Was sehr nervig ist. Ja, jetzt spamme ich einfach Earth Power. Er geht wahrscheinlich in seinen Shinesee, aber egal. Ich meine, er könnte auch recovern oder so. Ich mache einen Double in Garados. Er ist called it. Okay. Warum scaldet er? Ich drag Dance einmal. Jetzt kann ich seinen Scam taunten. Jupp. Nice. Oh, das hätte mir gerade mein Garados burnen können. Das hätte mir gerade mein Match throwen können. Ich hätte nicht gedacht, dass das goldet. Ich hätte nicht gedacht, dass irgendein Mensch das goldet in der Situation. Ich kann jetzt weiter Dragon Dancen. Und jetzt mache ich einmal Supersonic Sky Strike. Und das gibt mir jetzt zumindest einen Kill. Okay. Ich kann jetzt eigentlich waterfallen. Ja, ich waterfall. Er geht in Sableye. Das nimmt super viel. Das ist so gut wie tot. Protect war ein furchtbarer Play. Ich hätte. Also, nicht, dass ich das getan hätte, aber ich hätte einfach Dragon Dancen können. Irgendwas stirbt jetzt. Im Prinzip. Also, kann in Toxapex gehen und versuchen, dann. Okay, er zeigt seinen Shedinja. Immerhin bin ich das schon mal los. Auch wenn das nicht wirklich irgendwas macht gegen mein Team. Ja, eigentlich sieht es jetzt sogar gar nicht mal so schlecht aus. Solange er kein Scaldburn kriegt. Ah, er kann mich hazen, während ich in der Luft bin. Das ist nicht gut. Das, hoffentlich kriegt er keinen Burn. Nice, hat keinen Burn gekriegt. Ah, er kann mich hazen, während ich hochbounce. Oh Mann, okay. Ich hätte ihn zuerst taunten sollen. Ich hätte ihn definitiv zuerst taunten sollen. Ah Mann, das ist ärgerlich. Ja, das ist Quatsch, was gerade passiert. Das habe ich furchtbar gespielt. Ich taunte ihn einfach. Oh Mann, das ist eigentlich echt fast schon unverdient, dass er mich noch nicht geburnt hat. Das habe ich furchtbar gespielt. Jemand. Okay. Ich Fireblast hier einfach. Er geht in Chansey, aber trotzdem. Nicht, dass ich gegen Chansey wirklich setupen möchte. Und ich hatte auch keinen wirklichen Grund zu doublen. Er sollte jetzt eigentlich softballen. Oh, okay. Wow. Ich waterfall ihn einfach nochmal. Nice. Nice. Jetzt kann ich ihn versuchen zu flinchen. Nice. Ich schätze, so break ich Toxapex mit dem Team. Ja, mein Team ist furchtbar. Das hat irgendwie nichts gegen Toxapex, fällt mir gerade auf. Vielleicht brauche ich irgendwie
weiß ich nicht, Psychic auf Wolke oder sowas. Ja, wahrscheinlich besser. Das Team ist definitiv nicht optimal. Ich habe echt viel Glück gerade in dem Game. Toxapex, kann ich auch mal wieder Waterfall, das stirbt von der Range eigentlich. Ja, okay, er forfeitet. Puh, hat er dafür verdient, dass er Stall spielt. Ganz ehrlich, sorry, I'm not sorry. Okay. Ja, Freunde, das war's erstmal mit der Folge. Wie gesagt, nicht das krasseste Team oder sowas. Das ist jetzt vielleicht nicht das allerbeste Highlighter-Team, aber es macht definitiv Spaß und es kann sich in der Highlighter behaupten, wie ihr sehen könnt. Ja, wie immer, wenn ihr noch mehr Road to Rank 1 Content sehen wollt, smash den Like-Button. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao.